Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen was auf, habe auch ein neues Texture Pack mal reingepackt, einfach mal ein anderes. Mal sehen, wie euch das gefällt. Was ist denn gerade mein Headset so auf Echo? So, ist besser. Hallo? Ist mein Headset gerade auf Echo? Ach, egal. Ist es, glaube ich, nicht. Ist gerade ein bisschen Fehler. So, was können wir denn heute mal machen? Weil das Dorf, ihr habt es ja gesehen in der Weihnachtsfolge, ist nicht wirklich fertig geworden. Und ich habe beschlossen, ich werde das auch nicht ganz, also ich werde das jetzt erstmal hier wieder ein bisschen ruhen lassen. Wir werden hier mit und mit weiterbauen, aber jetzt erstmal, was kann man denn hiervon noch benutzen, was wir vielleicht brauchen könnten? Was wir mal machen können, ist eine neue, oder auch zwei neue Steinschäufelchen. Und zwar könnten wir, so machen wir das mal ordentlich hier, könnten wir hier mal Beete ausheben, also erstens mal ausmessen, wie das sein soll, und dann könnten wir ja hier in diesem Bereich hier noch große Beete hinbauen. Ich überlege gerade, wie ich die mache. Ah, das war falsch. Ich hoffe, euch gefällt das neue Texture Pack. Ich habe jetzt auch die 146. Da seht ihr, weil ich habe, man sieht jetzt halt immer, was man in der Hand hat, hier, wenn man wechselt. Finde ich persönlich, naja, ob ich da jetzt ein Fan von bin, ist die Frage. Ich finde es persönlich nicht so super. Also ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß ja, was ich in der Hand habe. 1, 2, 3. So, dann muss hier noch lang. Dann machen wir hier ein großes Feld hin. Also so, wie die auch sonst aussehen, die Felder. Dann können wir den Leuten ja hier auch ein bisschen ihre Nahrung sichern. Sollen ja hier nicht verhungern. So, 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 so. Monster sind weiterhin ausgestellt, weil ich keinen Bock habe, jetzt hier beim Arbeiten von denen gestört zu werden. Ist ja mehr als unnötig. Und ich wollte halt nochmal eine Runde aufnehmen, also so zumindest ein, zwei Videos, ich weiß nicht wie lang, bevor ich dann mal wieder eine größere Aufnahme mache, weil es halt die Sache, mir fehlt gerade, weil es ist ja auch Let's Playen immer was mit Lust zu tun hat, mir fehlt gerade bei Minecraft so ein bisschen die Lust, so der Ansporn, das Dorf weiter zu Ende zu bauen, weil ich weiß ja quasi schon, wie es aussieht fertig und das sah so schön aus. Und irgendwie fehlt mir gerade die Lust dazu, das im Let's Play zu bauen, weil erstens mal müsste ich mich extrem konzentrieren, weil ich das ja auch so bauen will, wie ich es da habe, und dann dabei reden, das gibt dann wieder Versprecher for the win ohne Ende. Könnt ihr ja mal sagen, vielleicht ich kann das ja auch so bauen und die Materialien dann halt, also das quasi im Survival bauen, halt nur irgendwie offline und dann vielleicht, ich kann euch ja immer so Bilder machen und die dann im Video am Anfang zeigen, so Screenshots, wie wo ich momentan am Bauen bin. So, immer wenn ein paar Veränderungen gibt, dann zeige ich euch das, dann seht ihr auch, das Inventar hat sich geändert und so. Weil ihr könnt sehen, hier, ich drücke mal O, hier hört er gerade mein Klicken. Ich habe keinen Creative Mode, also kein Dingens mehr, kein Too Many Items, weil das 1.4.6 Update da war. Und ich werde auch eine kleine Silvesterfolge machen. Da werden wir auch was machen können, also das wird auch ganz nice werden, was ich da vorhab. Lasst euch da einfach mal überraschen. Aber dazu später mehr. Das werdet ihr ja dann sehen an Silvester. Ich habe mir auf jeden Fall was ausgedacht für euch. So, jetzt zählen wir doch mal eben. 1, 2, 3. Moment, also hier, da kommt Holz. Können wir eigentlich mal machen. Holzstämme haben wir ja noch genug. So, so. Ah, die Stämme sehen anders aus. Okay, aber sieht nicht schlechter aus, würde ich mal sagen. Sieht alles okay aus und eine Neuerung bringt ja auch mal ein bisschen frischen Wind hier ins Let's Play. Also, was ich gerade sagte mit dem Ansporn hier weiterzubauen, das gilt nicht fürs Let's Playen gerade. Also, ich habe richtig Bock auf WWE und FIFA irgendwie die ganze Zeit. Und ich kann euch auch nicht nur FIFA geben und WWE. Kann ich euch ja mal sagen, WWE habe ich schon so weit aufgenommen. Ich muss bis Februar, glaube ich, nichts mehr aufnehmen, weil ich schon so am Durchaufnehmen bin. Weil es einfach so Spaß macht, WWE aufzunehmen. Man will auch immer wissen, was kommt jetzt, was kommt als nächstes. Und das macht einfach eine riesige Menge Spaß. So, Moment, da. Dann kommen hier wieder Holzblöcke hin. Ich hoffe, das passt überhaupt, was ich mir hier überlege. Brauche ich mal ein paar neue Holzstacks. Ja, nehmen wir die beiden Stämme auch mal mit. So, der war falsch, das sieht man. Fällt auf, oder? Hier so im Gesamtbild, dass das falsch ist. Und weil ich will halt ja auch noch, deswegen, das werde ich auch in den nächsten Parts machen, erstmal hier so Sachen wie Brücke, Tunnel. Das hat jetzt erstmal Vorrang, finde ich. Weil das verschiebe ich jetzt schon so lange. Das fühlt sich ja bestimmt schon misshandelt von mir. So. Habe ich hier richtig gebaut? Ah, hier ist jetzt sogar noch ein bisschen mehr Platz. Dann könnte ich hier theoretisch... Moment, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Hier sind zwei und... Also fünf. Dann wäre hier die Reihe. Mache ich es halt so. Ah, okay. So, dann kommen die jetzt wieder raus. Habe ich eine Axt dabei?
Wir haben doch eine Axt dabei. Jung, 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 wir haben noch eine Axt. Stellt euch mal vor, jetzt den Timmermod drin gehabt und ich hätte nicht dran gedacht. Wutsch, alles weg. So, komm und einmal hier so zumachen. So, und euch sollte aufgefallen sein, die Werbung ist weg. Also ich habe gedacht, das muss nicht sein. Ich lasse die Werbung jetzt einfach immer ausgeschaltet. Dann habt ihr kein, müsst ihr euch nicht aufregen. Werbung! Und ja, finde ich besser, persönlich. Jetzt lege ich hier noch eben die Beete an. Und mir fällt auf, momentan habe ich eine ziemlich treue Zuschauerschaft. Ich habe mal so meine View-Zahlen mir angeguckt. Also WWE, immer um die 117 Views am Tag. Also, aber ich habe ja nicht mal 117 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also jetzt hier auf dem neuen Kanal habe ich ja keine 117 Abonnenten. Das ist wirklich beeindruckend. Also immer, immer so fast dieselbe Zahl. So plus minus 5, sagen wir mal. Jetzt muss ich mal eben zurückflitzen und noch mehr Erde holen. Das will ich nämlich jetzt mal eben machen. So, dupdi-dupdi-du. Der Kies hat ja auch eine neue Textur. Der Wald sieht auch ein bisschen anders aus. Ja, nicht schlecht, finde ich. Ist halt mal was anderes. Sieht nämlich immer alles gleich aus. Ist ja auch irgendwann mal blöd. Und wir müssen halt noch die Behutsamkeit... Die Wolle gefällt mir nicht. Die Wolle gefällt mir aber nicht. So, wie sieht das Lager aus? Kann man das überhaupt so anbieten? Ja, kann man so lassen, würde ich mal sagen. So, Erde... Haben wir nicht so viel Platz für. Dann nehmen wir mal so ein paar Stacks mit. Jetzt brauche ich auch noch Eimer. Moment, Eimer waren ja hier. Hier oben. Kann ich auch eigentlich direkt zwei Wassereimer mitnehmen. So. So viel Sand braucht jetzt echt kein Mensch. Die Cobblestones brauche ich allerdings alle noch, weil da kommen ja wie gesagt noch mehr Häuser hin. Die werde ich allerdings dann da in die Kiste auch räumen. Und ab dem nächsten Part kann ich dann auch Monster wieder einschalten. Die sind jetzt gerade noch ausgeschaltet, weil ich halt beim Bauen im Dorf nicht gestört werden wollte. Ganz einfacher Grund. Und ich finde, die Stadtmauer sieht mit der neuen Textur ganz nice aus. Also ich finde das Holz und... Also hier halt dieser Stein, der Sandstein, der gefällt mir so gut. So, dann machen wir das jetzt hier mal eben zu Ende mit der Erde. Dann kommen hier die Beete hin. Eigentlich wollte ich hier Kartoffeln hinpflanzen, deswegen bleiben hier auch noch, ein Beet bleibt noch frei. Beziehungsweise zwei Beete bleiben frei. Ich wollte eins mit Getreide, eins mit Kartoffeln und eins mit Möhren machen. Aber dafür müssen wir, wie gesagt, noch die Expedition machen. Aber nach dieser Aufnahme, also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig überlegt habe... Moment, lass doch mal eben überlegen. Heute ist... Der 27. Heute habe ich euch Part 2 vom Weihnachtsspecial hochgeladen. Und das heißt ja... Morgen ist Freitag, kommt WWE und Samstag kommt FIFA. Sonntag käme Minecraft, das ist dann der Part hier. Und am Montag ist ja eigentlich Silvester, da bringe ich dann das Silvester-Special. Das ist dann zwar auch aus dem Minecraft-Let's Play, also es ist auch ein Minecraft-Let's Play, das wird auch das im Titel stehen haben. Ich bin ja vorher alles am Verwirren. Nur halt an dem Tag kommt halt auch WWE. Also am Montag kriegt ihr zwei Videos, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ganz kurzes, ein bescheidenes Minecraft-Video. Und halt ein Wrestling-Video, so wie ihr das kennt. So, dann machen wir jetzt hier mal eben alles mit Wasser voll. Die Gräben kann ich ja zumindest schon mal fluten, auch wenn wir halt die Sachen dafür noch nicht haben. Ich warte jetzt auch noch mit dem Einsäen, weil theoretisch Getreide könnte ich ja hier schon einsäen, aber ich warte jetzt einfach mal bis zum Ende. Einfach mal bis zum Ende warten. So... So, dann hätten wir das Beet fertig. Die Beleuchtung kommt ja auch noch hin. Habe ich mir auch schon was überlegt. So lange kann ich ja eigentlich hier mal so vereinzelt so Fackeln dran setzen. Nur damit hier nichts drauf spawnt. Monster sind ja eh noch nicht an. So, was kann ich jetzt mal tun? Ach, den Typ hier kann ich eigentlich einmal rauslassen, oder? Das war der mit dem coolen Verzaubern, ne? Ach, Moment. Ja, das war der, die Wolle. Wolle gibt er ja her, will der haben und dafür gibt er uns so einen schönen... Smaragd. So, also hier wird noch echt eine Menge passieren. Da werden noch Häuser und alles hinkommen. Hier kommt auch noch ein Haus hin. Ich kann euch das ja mal eben so andeuten. Hier kommt ein Gehege hin. Hier ein Haus. Ja, da hinten kommen noch ein, zwei Häuser hin. Alle so mit einem Garten. Und ich hätte so gerne eine Behutsamkeitsspitzhacke. Mann. Und was haben wir hier nochmal? Effizienz, genau. Diese unwichtige Spitzhacke. Effizienz. Ich könnte mir ja immer noch dafür einen Arsch beißen.
So, dann hüpfe ich mal eben zurück. Wir können ja mal eben zum anderen Haus laufen und uns hier mal so ein bisschen, wie das Texture Pack aussieht, mal alles mal so ein bisschen angucken. Gehen wir erstmal ins Haus oben, gucken mal, wie das aussieht. Ja, geht doch eigentlich. Ich guck mal oben das Schlafzimmer, wie das hier aussieht. Ja, das geht doch voll. Die Bilder sind dieselben, weil es halt auch ein Honeyball Texture Pack ist. Gucken wir uns noch eben die Küche an, unser Herzstück. Ja, das geht doch auch voll klar. Okay, nee, können wir so lassen. Gefällt mir sogar. So, dann hüpfe ich jetzt hier mal irgendwo raus. Getreide wächst ja schon wieder. Oh, hier hat jemand nicht zugemacht. Schweine, Kühe. Moment, das könnten wir ja eigentlich auch mal eben machen. Ah, nee, ich habe kein Getreide dabei. Nur die Kuh, die ja auf dem Weg steht. Dumm. Das ist ein nettes Texture Pack, würde ich mal sagen, oder? Also mir gefällt das. Können ja mal eben hier zum Honeyball-Gedächtnis-Ding hier gehen. Ach, Honeyball, Schokokekskuchen. Ja, wunderschön, muss ich ja mal sagen. So, dann jetzt durch den Tunnel. Oder mal nicht durch den Tunnel. Wir können ja mal drüber gehen. Können wir da noch irgendwas machen? Ja, wir können halt hier noch jede Menge machen. Hier kommt dann auch dieses kleine Brückchen hin, was ich euch versprochen habe. Hier wird überhaupt die Gartenanlage mal fertig gebaut. Das ist ja hier noch nix quasi. Hier kommt ja eigentlich auch noch was hin. Das wird ja alles noch geschehen. Aber ich vertröste, ihr kennt mich ja, ich vertröste euch ja da immer. Ich sag ja, wird alles noch irgendwann geschehen. Dann gehen wir mal hier rein. Warum bellt ihr? Wollt ihr was essen? Komm, geben wir hier den mal richtig protzig, den mal Rindfleisch. Moment, die können sich doch dann wieder vermehren, ne? Ah ja, ich wusste es doch. Kommt da jetzt ein brauner Hund, ein schwarzer Hund. Was passiert denn, wenn ich dich und dich vermehre? Was passiert dann? Haben wir jetzt einen weißen oder einen braunen? Einen braunen, einen schwarzen. Jungs, komm mal rein. Komm mal hier hinten hin. Alle, auch der... Sitz. Ach, Fifi. Ach, Fifi. Komm mal mit. Wir gehen jetzt mal eine Runde jagen. Oh, ihr beide? Okay, dann kommt mal mit. Hier haben wir doch irgendwo ein Schwein bestimmt. Ah, da oben sind Tiere. Hier, guck mal hier. Ich hab ihn gehauen. Komm, schnappt ihn euch. Los. Oh, der Kleine voran. Miep. Boah, Killermaschine. Ein Ei. Hier, schnappt euch das Hühnchen. Komm, es ist in der Falle. Und jetzt bellt hier irgendwo. Ach, jetzt fängt es ja an zu regnen. Ja, komm, Jungs. Wir gehen mal ganz schnell nach Hause, bevor der Papa hier nasse Füße kriegt. Hier unter den Bäumen ist man ja halbwegs vom Regen geschützt. Wah, nass. So, rein hier. Hallo. Hallo, komm mal rein hier. Kommt doch mal rein. Kommt doch mal rein hier. Jungs. Geht doch. Schön, ihr habt sogar die Tür zugemacht. Ey. Und du sitzt auch. Gut. Und dann verabschiede ich mich von dieser Folge. Wir haben nicht viel gemacht, haben nur ein Beet gemacht. Aber ich wollte euch noch eben mal da was zu sagen, dass Silvester noch was kommt, dass ihr euch darauf gefasst machen könnt. Ich verabschiede mich, du kannst nur nachts schlafen, ist gar nicht Nacht. Hier, schön verregnetes Wetter. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.